Einzige Problem ist, ich kann halt hier nur fahren. Kann nichts anderes machen. Weil diesen Omega-Stand über 25 Kilo immer wegtragen kann ich auch nicht. Deswegen habe ich eigentlich vor, auf ganz blöd, meine Sachen in die Küche zu verlagern, zumindest das Fahren. Da ist unter anderem auch frische Luft, weil ich direkt neben einem der großen Balkontür bin. Und dann könnte ich auch hier wieder am PC was machen. Also einfach mal hinsetzen, ein bisschen surfen, ein bisschen YouTube schauen. Unabhängig von dem Lenkrad. Ich muss aber da, je nachdem, was ich jetzt verlege, hier bis 6, 15 Meter lange Kabel vom Wohnzimmer über den Flur in die Küche legen. Mal schauen, ob ich das machen kann, wie ich das mache. HDMI, DisplayPort, XLR-Kabel, Klinke-Audio-Kabel, USB-Kabel. Ich habe da schon Platz auf der anderen Seite der Küche. Und da kann ich halt mit dem Monitor direkt vor die Fresse, vor der Fresse sein, theoretisch. Jetzt bin ich 1,20 Meter oder 1,25 Meter weit weg vom Monitor. Ist fürs Racing auch nicht das Beste. Und da sitze ich halt fast direkt davor. Hier ist der Monitor an die Wand angemacht, was auch super geil ist zum Zocken, alles. So viel Platz am Tisch und so. Brauche ich auch. Aber hier hinter dem Rig sitzen und so. Oder hinter dem Stand ist halt weiter weg. Das wäre nicht kein Ding, ich würde es eigentlich so lassen. Wäre mir scheißegal, die Entfernung. Da gewöhnt man sich dran. Eher das, dass ich halt nichts anderes machen kann. Um das Rig herum arbeiten macht keinen Spaß. Das schlägt man sich nur an und verrenkt sich und macht nur Blödsinn mit dem Körper. Also um das Rig herum und alles da auf Tastatur. Ich möchte mich auch einfach mal hinsetzen und sagen, komm, ich tue jetzt eine Stunde am Server basteln und super neue Sachen hinzufügen. Ich habe ja da mehrere Server eigentlich, aber kann ich ja gerade nichts machen. Das habe ich mir aber gewünscht hier. Racing. Ich habe seit 5 Jahren Dubstep, habe ich meine Lenkräder neben mir. Also das T300 neben mir und das Logitech G27 neben mir. Das T300 3 Meter hinter mir, das G27 war 1 Meter neben mir. Immer wieder mit weinendem Auge drauf geschaut und gewusst, ich kann nie wieder fahren. Aber ich mache jetzt einfach, auch wenn es ultra starke Schmerzen sind, mir scheißegal. Du hast gesehen, wie es mir geht. Das kann auch beim Fahren passieren, da muss ich halt einfach mal AFK oder so. Ich versuche halt beim Fahren so ruhig wie möglich zu atmen, bestimmte Atemübungen auch zu machen, damit das nicht unbedingt vorkommt. Wenn die Krämpfe da sind, versuche ich sie so gut wie möglich zu steuern und zurückzuhalten und auch, dass sie nicht so ausarten. Weil kommt auf die Haltung an, kommt auf den Atem an und ich versuche auch bei jeder zweiten, dritten Kurve den Fuß anders zu drücken, also zu belasten, die Pedalen. Wie gesagt, schon mal mit der Ferse, mal mit dem großen Zeh, mal mit der linken, mal rechte Hälfte vom Fuß. Damit ich nie den gleichen Druckpunkt habe, weil ich kann keinen Druckpunkt machen, nicht einmal Socken gehen. Ja genau, ich hatte Thrustmaster mit vielen Aufsätzen. Den F1 Aufsatz, den du kennst von Ferrari. Den Sparco Rally Aufsatz hatte ich. Den Open Wheel Aufsatz, mit dem bin ich die meiste Zeit gefahren, als ich angefangen habe. Den GTE Aufsatz. Den Ferrari 458 Aufsatz. Ich hatte ganz viele Aufsätze. Alles verkauft, aber leider halt alles an einen ziemlich schlechten Preis bekommen. Sagen wir mal so, Neuwert ungefähr 1000 vieles, also für die Sachen.
Wiederverkaufswert so 500, 600, je nachdem. Normalerweise bei eBay so üblich und ich habe nur 300 bekommen für das Ganze. Habe aber halt viel verkauft, deswegen hat sich das schon zusammengeläppert. Hauptsache die alten Sachen sind jetzt weg und fertig. Und ich hab hier eh, was ich haben wollte. Aber war wild. Die Stunden, wenn ich sage 60 Stunden eBay und 20 Stunden Keller oder Dachboden, sind nicht übertrieben. Das Stream hast du mitbekommen. Musst du bei vielen Aktionen immer AFK. Ich kann euch ja nicht überall mitnehmen, was das angeht. Und ich versuche die jetzt fahren zu lernen. Jetzt jeden Tag so zusammengezählt. Manchmal habe ich auch 8 bis 10 Stunden am Stück. Manchmal auch, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Stunden am Stück. Dann kurz Pause, dann nochmal. Reifen an den ersten Kurve, oder? Ich brauche ziemlich lang, um mich an die Strecke zu gewöhnen, dann auch noch die einzelnen. Ja, es gibt da, was ich immer sehe bei den Profis, die kürzen halt so geil ab durch die Curves. Und das sehe ich halt noch nicht auf den 10. Blick. Deswegen möchte ich alle Strecken von F1 22 halt lernen, die 22 da. Das Ganze hat angefangen, Dubstep, vor 4 Wochen oder so mit AMS2. Da sind wir alle 37 Strecken gefahren hintereinander, so immer halbe Stunde Quali, 20 Minuten Rennen. Da habe ich dann 4-5 Strecken am Tag lernen müssen innerhalb von einer halben Stunde. Ultra krasses Brain gefuckt, aber egal. War nice mit dem McLaren CLK-LM. Dann hatte ich einen Monat lang iRacing geschenkt bekommen, Abo, habe aber Content von 2011 nur gehabt, den spielt man heutzutage nicht mehr. Dann hatte ich dann durch ein paar Donationen, soll ich mir den F4 geholt. Konnte dann Laguna Seca fahren, die hatte ich zum Glück von damals. Die kam dann in der Formel 4 Season. Ja, und da bin ich dann gefahren, meine 10 oder 11 Rennen. Ja, Platzierung halt schon schlecht. Beste Platzierung war, glaube ich, 7., aber war sehr, sehr viel Chaos passiert. Man ist über die erste halbe Kurve nicht ohne komischen Crash gekommen, viel ausweichen. Dann muss ich halt lernen, das Ausweichen mit den Crashes. Dann muss ich lernen, wie man mich überholt am besten wegen Blue Flag und sowas. Also Rennen gefahren, versucht viel zu lernen, versucht viele Strecken zu lernen. Und jetzt hier auch versuchen, die üblichen Strecken, die man kennt, zu fahren, aber auch ein paar, die nicht so oft gefahren werden. Hier die Autos halt auch kennenzulernen. GT3 bin ich kein Freund, weil GT3 hat sich irgendwie, ist es so, dass der Motorsport ist so umfangreich, aber die ganzen Leute stürzen sich immer nur auf GT3. Kein Plan, warum 90% auf GT3 fährt. Und kein Plan stimmt nicht ganz, weil das ist halt einfach für
Anfänger können da leicht reinkommen und Profis können das Ganze perfektionieren. Aber ich bin halt schon Open Wheeler Fan, möchte es aber auch können, deswegen fahre ich die Strecken jetzt, also seit der letzten Strecke so, fahre ich Formel 1 bis 4, fahre LMP 1 bis 3 und fahre 5 oder 6 verschiedene GT3 Autos. Und ich möchte eigentlich auch GT1 und 2, aber ich habe da keine gescheiten Autos gefunden, weil die Autos, die dabei sind im Spiel, die sind nicht besser als die GT3 Autos eigentlich, die für GT1 und 2. Und noch ein paar runterladen. Genau, das ist der ganz neue, den du jetzt dann da fahren würdest. Ja, das ist schon nett, aber irgendwie finde ich das halt. Ich bin gefahren. Ich habe mich gezwungen, 2, 3 Tage nur GT3 zu fahren. Alles Mögliche. Und was ich dann auch okay fand, aber dann habe ich mir die Formel 1 bis 4 geholt, bin eingestiegen und war nach 5 Sekunden glücklich. Ich habe gelacht, ich war fröhlich, ich war ein ganz anderer Mensch. Ich war einfach frei, aus dem Gefängnis Freikarte. Und das ist nicht übertrieben, was ich hier erzähle. Aber ich möchte es ja trotzdem auch können zum Skill dazu addieren, deswegen suche ich mir einfach ein Auto aus. Und ich finde den Formel 3 ganz gut für eine Strecke, so am Anfang ein bisschen heranzutasten. Und ich habe mich auch an das DRS, ERS und die MGK, H und U Dinger von Formel 1 ein bisschen rangetraut, das Ganze zu verwalten. Ja. Genau, du fährst den ganz neuen. Der kam erst vor 3 Tagen raus, Dubstep. Der kam jetzt vor 3 Tagen raus. Der ist ganz neu auf VSS. Oder NERSS, sorry. VSS, VLC ist andere. Hab ich da halt Nipaid. Ich glaube 5 oder so hat er gekostet, 1 Euro. Haben wir bei mich drauf, am Server drauf und dann, ja. Und so habe ich das Ganze mit Formel 2, 3, 4 auch gemacht. Ich finde es gut. Hat ja easy geklappt mit dem Ganzen. Ich habe das alles so gut wie möglich vorbereitet. Dass man auf den Server kann. Ein paar Downloads, Copy-Paste, fertig. Warum eigentlich? Ja, ich muss auf die Füße aufpassen. Ich habe halt schon auch mehr Schmerzen und andere Schmerzen. Auch alles darum tut weh. Ich finde auch geil, ich habe jetzt 2 Formel 2. Einmal V8, einmal V6 von 2020. V8 von 2017. Auch den Unterschied zu sehen. Gigantisch.
tatsächlich auch mal auf ein anderes Auto gehen. Ich brauche manchmal andere Perspektiven, um das Ganze zu verstehen, was ich hier mache. Ich werde irgendwie nicht wach heute. Krass, Mann. Es gibt ja einmal den Ferrari und einmal den Mercedes von Formel 1. Wir haben jetzt hier den Ferrari. Der eine ist besser im Downforce, der andere ist besser im Geraden. Jo, mach das. Komm einfach rein, ich bin eh im Discord die ganze Zeit. Ich habe sogar einen extra Racing-Channel und Gruppe gemacht für die Leute, die Bock haben zu fahren. Ich bin eh da. Vielleicht wäre ich etwas bunter da. Und einschlafen. Es ist halt sehr, sehr schwer für mich geschlafen, weil, kannst du dir vorstellen, mit diesen Krämpfen hast du immer. Und jetzt habe ich auch noch Hustenschleim und Entzündung im Hals, wegen Gräser und wegen anderem Stuff, dass ich dann immer hier Rotation beim Schlafen, Krampf, Husten, Krampf, Husten, Niesen. Und dann, wenn du mal kurz einschläfst, ein paar Minuten, bist du nicht so fit. Genau, kommst du rein, ich zieh dich dann einfach. Kann dir ja eh hier das da und Racing. Jo, jetzt kannst selber kommen. Bist eh schon alter Hase hier. Jetzt kannst du selber kommen. Du Scheiße. Lautstärke hier von dem Auto. Warte mal. So. Sprich mit mir. Moin. Moin. So, Mann. Vielleicht noch zwei Wörter, dann kann ich dich auch regeln von der Lautstärke. Mal gucken. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen soll. So. Ist das schon leise? Ich mach mal 120, 150. Ja, wie war dein Tag? Was hast du gemacht, schönes Zeit? Gar nichts. Volle Sau. Was soll das? Ja, keine Ahnung, das war halt irgendwie so. So nicht so wirklich mein Tag. Okay, 178 lasse ich mal kurz. Bist du voll leise, ey? Was mit dir? Keine Lautstärke leisten oder was? Nee, aber das ist das Headset. Einfach. Das Headset, sagt er? Ja, das Mikrofon ist einfach von generell so leise. Aber dass man das Mikrofon laut und leise stellen kann, geht nicht, oder was? Das ist komplett auf 100% gepegelt. Von Windows aus und von meiner Software vom Headset. Was hast du da für ein Schmarrn? Corsair. Die sind ja nicht okay. Welches denn? Ich hab da kenn ein paar. Void RGB Pro Ding mit Wireless. Hauptsache RGB dabei, fähr schneller. Richtig. Mach paar Zehntel aus. Ich fähr es mehr. Du Scheiße, Alter. Ja, hast du gesehen das Video und ich dachte mir, jetzt scheißegal, heißt, ich mach einfach. Ja. Und ich muss seit 5 Jahren verzichten, ist nichts zu tun und natürlich habe ich Schmerz bei jedem mal einlenken oder Gas geben, aber was soll ich machen? Wenn ich mir so denke, irgendwann nicht mehr fahren können, das kann man jetzt gar nicht vorstellen. Weil fahren ist einfach für mich so das Beste irgendwie. Ja, genau. Und das kann ich ja nicht machen. Ich kenne das. Ich habe hier voll Leidenschaft. Aber ging ja nicht mehr.
Da geht ja immer noch nicht. Aber hey, du, 11 Tabletten am Tag nehmen. Ja. Diese Krämpfe zu haben. Ja, doch machen. Zu schnell in die Rechtskurve. Schön, dass du auch so Leidenschaft dafür hast. Ja gut, ich mache ja mit Arbeitskollegen und alles, machen wir ja auch Endurance-Rennen und so. Wir fahren ja teilweise 24-Stunden-Rennen. Das ist geil. Das ist halt, ja, haben wir auch einige hier, die das machen. Echt krass. Also der Dave ist ja auch, der ist auch ein echter Rennfahrer. Ist vor einem Jahr noch gefahren, aber jetzt keine Sponsoren mehr. Corona war ein bisschen schwierig. Ja. Einige musste er ja noch von früher kennen. Wir sind vor früher alle Formel 1 gefahren, 2015 oder so. Olli müsste dich, glaube ich, auch kennen. Hat Dave dich nicht auch in der Liste drin? Dave oder Olli? Einer von beiden. Gar nicht. Einer hat gesagt, seitdem habe ich, glaube ich, so eine Liste. Müsste, glaube ich, Dave gewesen sein. 2015. Ich hab so viele Freunde in der Freundesliste, sondern ein paar Leute dabei, die waren schon 5 Jahre nicht mehr online. Ich habe DS vergessen, oder nicht? Der Batterieladen hier. Alles vergessen. DS vergessen. Wir haben mal eine Sparrunde fahren hier. Ich habe das nicht auf dem Lenkrad belegt, glaube ich. Ja, ich habe mich letztes Mal damit beschäftigt. Die ganzen Mappings, dieses Dings da umstellen. So, Fast, Attack und alles. Bei Artikulieren da. Bei Setup Pause finde ich tatsächlich blöd, dass du es halt nicht auch, wenn du mal im Spiel bist, machen kannst. Dass du immer ins Hauptmenü quasi musst. Ja, machst du mit Content Management fertig. Geht ja. Und nur vibrieren da bei sich? Du nur am Vibrieren bei dir, sage ich? Ja, gut. Ich habe gerade so einen kleinen Drift gemacht. Was hast du für ein Lenkrad? Fanatec auch. Das V. Die Clubsport Wheelbase V2.5. Ja. Und das Open Wheel Clubsport Lenkrad. Auch Formel Lenkrad. Das mit den Drehregeln, das ist 2,5 oder was? Ja. Ja, genau. Das war dann doch ein bisschen teuer und ich habe das gar nicht gefühlt mit den ganzen Reglern da. Doch, ein bisschen viel. Das muss ich schon sagen, das ist teilweise echt praktisch. Ja, für Traktionskontrolle, für Bremsbelegung, für ABS oder was auch immer, da nutzt man das da alles. Ja. Gerade so bei Endurance-Rennen oder so, wenn jeder irgendwie eine andere Einstellung fährt, ist es relativ praktisch. Endurance-Rennen mit was für Autos? Mit die 3 oder was? Auch, ja. Also zum Beispiel in iRacing gibt es auch LMP1, LMP2 mit drin. Ja, da war mir halt zu teuer, ein Content zu kaufen, weißt du? Also das ist halt krass. Da habe ich ja die Kohle auch nicht. Ja, das, also iRacing ist, glaube das teuerste Simracing, was geht. Wenn man 5 Jahre nicht arbeiten kann, hat man Schulden ohne Ende, aber da ich jetzt das eine Lenkrad verkauft habe, konnte ich mir das holen, das gleiche Geld quasi einfach getauscht, ne? Anders wäre es nicht gegangen. Massiv verschuldet, um mal kurz davor alles zu verlieren.
man, wenn man nicht arbeiten kann und so krank ist, der Staat einem nicht supportet. Sehr traurig, was sie da machen. Ich kenne schon meine Geschichte seit Jahren. Ein bisschen. Aber seit diesem Dauerstream habe ich halt quasi alles erzählt, alles offenbart. Was hier die Kleinigkeit. Okay. Was willst du machen? Das Problem dazu. Ja. Scheiße, was ist denn jetzt? Oh, ich hab vergessen, die Decke. Dann machen wir noch eine Sparrunde. Batterie, Heim, da. Butterfly Attack, da, okay, warte. So. Das ist schon gut gemacht, die Autos. 1.22 ist halt krass, die ersten 5 Gänge kannst du vergessen. Ich habe diese Shortshiften gelernt letztens. Dann habe ich auch fahren können, ohne das kannst du gar nicht fahren. Ja, F1.22 finde ich ein bisschen krass, dass die Autos wirklich so wenig gefahren. Ja, die wollen das ja anpassen mit dem Film der Physik, aber wer weiß, wenn sowas kommt. Auch wenn man den Formelwagen in iRacing fährt oder so. Die haben so viel Grip. Ja, hier auch. Gut, zum Beispiel der in iRacing, da hat der Mercedes selber mitgewirkt. Achso, ja, den meinst du in den 21er, den 19er. Und daraufhin haben die dann das Auto ins Spiel reingebracht. Mitbekommen, ja. Fuck man, jetzt hab ich. Doch, ich kann mal runterprobieren, jetzt hab ich verlenkt oder verschaltet, keine Ahnung. Ich brauche halt länger, bis ich vielleicht richtig lerne. Aber der Marathon war schon krass, 37 Strecken jeden Tag, 3-4 Strecken, halbe Stunde. Ja, das denke ich mir. Aber so bin ich halt reingekommen, einfach go, weißt du? Einfach, mir war das scheißegal, einfach fahren. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich immer fahren wollte. Ich habe darüber geredet und doch ab und zu kam mit Tränen, aber einfach versucht dann zu ignorieren. Doch will zum Glück sieht keiner, was ich mit den Füßen mache. Okay. Schade, ich will das wieder zu viel. Und ich kann das halt noch nicht hier. So. Auf Formel 1 fahre ich meistens immer so mit oder gegen Ende, weil da muss ich schon eine Strecke gut kennen. Mir ist jetzt egal, ich fahre einfach, was ich Bock habe. Ich möchte alle Autos durchfahren und immer die Zeiten versuchen zu verbessern. Mhm. Wenn ein Profi wie du reinkommt, einfach eine Runde fährt und ich fahre 10 Stunden für eine Runde, gut. Bis besser. Aber das ist ja okay, wäre schade, wenn es nicht so wäre. Imagine, du fährst die ganzen Jahre, ich fahre 10 Minuten und mach's anders. Nee, aber ich meine, ich bin ja auch quasi drin in dem Ganzen. Manchmal geht es mal so, dass ich Kurven nicht verstehe. Manchmal, das ist halt toll.
klappt auf jeden Fall schon besser als vor ein paar Wochen. Nur ich habe halt diese Zeit lang jeden Tag ein anderes Lenker probiert, an Lenker an der Bremse aus einer Pedalen. Und das ist halt sehr, sehr schwer dann. Ich muss die Sachen ja auch testen, bevor ich sie wegkaufe. Sogar mein altes Fanatic-Lenker getestet. CSR EU-Wheel. Ja gut, ich habe ich mein Movitec G29 verkauft und habe mir dann das Fanatic gekauft. Ja gut, Logitech ist schon ein krasser Unterschied. Ich hab halt alles getestet, ne? Fuck! Was für Gelaber hier, Leute. Die null Konzentration gerade. Was ich aber auch okay finde, manchmal, wenn die Strecke neu ist, ein bisschen konzentrieren, wenn ich dann 100 Runden fahre, ne? Werde ich nicht besser, wenn ich dann so ein bisschen entspannen und dann Gelaber und sowas geht das dann schon, entdecke ich wieder ein paar Sachen. Ja. Ich hab alles durchgetestet, um die Unterschiede zu sehen. Ich habe halt das G27 probiert eine Zeit lang, das Driving Force GT, das ganz alte, hatte ich ja auch noch. Dann das TX-Modell von Thrustmaster, das T300-Modell und das alte Fanatec. Alle probiert. Und das ist schon wild. Unterschiede. Das ist gerade so von halt Logitech, Thrustmaster, Fanatec. War ähnlich bei mir auch halt. Und dann logisch, was machst du von der Deck? So ein normaler Werdegang, ne? Noch so ein bisschen upgraden. Ich habe ja zuerst nur das Fanatec mit dem Lenkrad gehabt und dann habe ich noch die Shifter gekauft, das Lenkrad. Mit dem Kupplungspedal dran. Am Lenkrad. Ja, was hast du denn für Pedale? V3? Ja, die V3. Okay, abgehoben. Ja. Klar, so frage ich überhaupt. Ich habe die LC jetzt für 80. Ich hatte noch die V1-Version, stell mal vor. V1 war ja auch Ultra. Hab die aber mit Lenkrad, mit Ständer, mit allem, mit Wheel und so. Leider nur für 99 verkaufen können. Diese Pedale ist schon mehr wert. Aber der Markt war irgendwie gesättigt zu der Zeit. Oder ist gesättigt? Weiß nicht genau. Die meisten haben halt schon ein relativ gutes Setup. Ich habe das G27 habe ich noch für 121 verkauft. Boah, Idiot, gerade wieder. Ich habe die Strecke vergessen. Ich habe vergessen, was gerade kommt. Ich muss im Kopf immer mal so ein, zwei Runden vorher vorspulen. Ich will mal kurz nicht drüber nachdenken, ist vorbei. Und so was bei mir, wo ich die Nordschleife gelernt habe. Ja, das will ich nicht können. Das kannst du vergessen. Das ist zu krass. Ich schaffe eine Strecke nicht mit 12 oder 20 Kurven, der Schleife hat 130 oder so. Das kannst du vergessen. Sowas zum Entwehren. Das Endgegner. Ist so. Also, ist vieles Endgegner für mich, aber das ist wirklich der krasse Endgegner. Gut, ich habe mich auch immer davor gescheut, die irgendwie anzurühren und zu lernen. Und irgendwann kamen halt dann mal meine Kollegen und haben gemeint, ja, wir fahren da jetzt in zwei Wochen ein 24-Stunden-Rennen drauf. Du musst die jetzt lernen. Ja, irgendwann werde ich es ja auch. Und dann bin ich die zwei Wochen lang 3-4 Stunden gefahren. Immer jeden Abend. Vernünftig. So muss das sein. Wenn du eh schon so ein bisschen Driving-Skill hast, dann ist es, glaube ich, anders, als wenn du halt von Null anfängst. Ja gut, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte
nicht viel Hoffnung fürs 24-Stunden-Rennen. Weil bevor das Rennen angefangen hat, habe ich, glaube ich, 3 Runden habe ich maximal am Stück abgeschließen können, ohne das Auto kaputt zu machen. Ja, immerhin 3. Ja, aber dann sollst du 2 Stunden am Stück fahren, um das Auto kaputt zu machen. Der ist langsam, sind es auch 3 Runden, weiß ich mehr. Und wie ist dein ausgegangen? Wir sind im Endeffekt. Wir sind, glaube ich, 3. geworden. Doch, zumindest üben. Wir hätten Erster werden können und drei Stunden vor Rennen, der hat dann einer von meinem Team das Auto in die Wand gesetzt. Müssen wir dann nochmal die Box reparieren. Ja, das stimmt. Eine Sparrunde fahren, die Batterie ist leer. Ja, ich versuche jetzt auch mit so viel wie möglich zu reden und zu schauen und zu halt zu fragen, ja, wie fährt man dies, wie fährt man das, was braucht man da oder was, ne, so ein bisschen Infos zu holen in der Theorie. Fragst du nur noch was anderes, probiere ich auch noch. Manchmal bin ich halt einfach mit vielen Sachen überfordert. Ich hoffe, das kommt dann irgendwann. Also was mir teilweise hilft, ist, ich habe immer oft, wenn wir Liga gefahren sind oder sowas, habe ich immer oft den anderen einfach zugeguckt und habe mir die Linie gemerkt, wie die fahren. Das hat mir eigentlich relativ oft geholfen, anderen schneller zu werden noch. Das kann ich aber nur, wenn ich die Strecke schon ein paar Mal fahre und kenne. Wenn ich sie gar nicht kenne, ist es verwirrend, finde ich. Ich muss erst ein paar Mal fahren, damit ich halt weiß, wieso er so fährt und wo ein paar Sachen sind. Aber ja, da hast du recht, zu schauen und die Linie lernen ist schon ultra stark. Aber die Strecke gar nicht zu kennen und dann das zu sehen, finde ich, kann ich mir gar nicht merken. Wenn ich sie dann schon ein bisschen kenne, schaue ich die Linie an und denke mir, okay, das kann ich anders fahren, die Kurve, stimmt. Aber von null an, wenn mir jemand zuschauen. Aber es ist schon krass manchmal, wenn ich dann sagst, jemand zuschaue. Ich fahre dann mit der Strecke 10, 20, 30 Runden, schaue ich jemand zu. Dann denke ich, krass, wie fährt denn der die? Dann probiere ich das auch so ähnlich. Schaff's halt nicht, aber. Irgendwann 10 Stunden später macht es dann für mich auch Sinn, warum er die so fährt. Ja, aus manchen Kurven ist es halt einfach besser, wenn du so außen anfährst, der Schwung rausnimmst. Und ja, und dann die Kunst, wenn mehrere Kurven hintereinander sind. Dich für die nächste Kurve gleich richtig zu positionieren. Genau. Manchmal kannst du gar nicht die Kurve so richtig von außen innehmen, weil die nächste schon kommt. Du machst sie anders als die davor. Das mit der Positionierung zur nächsten Kurve ist immer krass.
habe ich jetzt so viel Zeit vor in der letzten Kurve, krass. Ich habe meine eigene Zeit versucht zu schlagen. Ich war 0,4 vor und jetzt habe ich zwei Kurven Zeit verloren. Hey, Grombi, Arvent, was geht? Also mit der Batterie nur eine schnelle Runde fahren. So wild. Das Problem ist, ich habe es ja nicht gelegt. Ich kann. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit in der Lärmbatterie gefahren. Ich habe die Aufladung halt immer auf 100. Sowieso, Recovery auf 100. Hab jetzt bei der Runde zum Aufladen auf No Deploy, damit er nichts nutzt und habt das und habt auch noch die. Ah, jetzt bin ich halt. Ah, oh, Dong, okay, egal, ich kenne die Ding. Und hab auch noch die MGU-H auf Batterie gelegt, die kleinen Motoren hinten, damit sie auch noch die Batterie laden. Das freut mich. Das habe ich nicht gemacht, Herr Grommes, was du gemacht hast. Das war mir nicht möglich. Ja. Ich war da nicht tagsüber wach bis 15 Uhr oder so, keine Ahnung. Hab da ein bisschen geschlafen und bin jetzt wieder da. Aber bin nicht fit. Bin müde. Ich muss ja sagen, glaubst du, das ist krass hier, das ist so rein in die ganze Szene, weil. Ein bisschen leiser mach. Es gibt halt so starke, gute Fahrer. So viele. Das ist der Wahnsinn. Egal wo du hingehst, irgendwo ist immer einer schneller. Ja, das ist aber. Das ist heftig. Also, das ist. Ich weiß, dass ich immer Letzter bin. Klar, jedes Rennen, was ich jetzt mache, bin ich immer Letzter. Das ist normal. Da muss ich mich halt gewöhnen, wird sich auch nicht ändern, so schnell. Ja, gut. Aber es ist halt krass, wie hoch der Standard ist, sag ich mal. Es ist halt aber auch so, wie wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, andere Spiele spielst, sei es COD, sei es egal, in jedem Spiel gibt es so viele Profis oder so viele starke Leute. Wenn du bedenkst, also ich würde mich jetzt nicht als langsamen Fahrer sehen, aber ich bin so im Mittelfeld meistens. Aber stell mal vor, du würdest jetzt bei Null anfangen, alles zu lernen. So wie theoretisch ich gerade jetzt, weil ich ja nicht mehr wirklich fahren konnte. Ja, das macht gerade ein Kumpel von mir, den wir gerade fahren bei. Der hat sich jetzt auch ein komplettes Setup gekauft, mit Rig und allem, und will jetzt auch Sim Racing machen. Das war nice. Da will ich ja mit dem lernen mit ihm. Du hast ja wirklich geilen Tag, ja. Best willkommen, das freut mich, gönn ich dir. Aber es ist echt krass zu sehen, die gleiche Strecke, Stunde 1 bis 3 und Stunde 7 bis 10 oder so. Schon ganz anders. Manchmal brauche ich auch länger oder auch nicht so lang, je nachdem. Manchmal fahre ich auch Curbs, da denke ich mir, okay, ich bin zwar fast tot, aber dann fahre ich noch ein paar Mal ab und das kann man voll krass abkürzen manchmal. Das gehört einfach dazu. Und das mit Formel 1 von einem Curb zum anderen zu fahren, ist halt geil. Alles, was festigt ist, ist Strecke. Ja. Das muss aber auch mal herausfinden, ne? Das muss auch so ein Talent haben. Herausfinden ist, wo die Grenze ist, so. Ja gut, das ist immer das Schwierigste. Ins Limit vom Auto zu gehen. Und zu wissen, was du als Strecke noch nutzen kannst oder nicht, um die Kurven noch besser zu fahren. Finde ich auch heftig. Ja, oder auch wenn du aufs Gas gehst und dann guckst du irgendwelchen Leuten zu und du denkst dir so, ja okay, ich kann einen halben Kilometer früher aufs Gas oder so.
Das finde ich auch noch krass. Scheiße, muss ich husten hier? Ich war 0,4 vor meiner Zeit, bin mit 0,1 hinten angekommen. Musste kurz Hand wegnehmen vom Lenkrad und konnte dann nicht mehr gescheit fahren. Yo! Die Kurve ist krass, Alter. Krass, die Linkskurve. Deploy. Motorbatterie ist schon gemütlich. Ich habe halt ein bisschen Stress mit den ganzen Gräsern im Sommer. Atmen fällt mir schwer. Dann immer Husten, Schnupfen. Und dann auch Fieber, Schüttelfrost, je nachdem. Das hat auch noch, kommt auch noch dazu. Damit kämpfe ich auch noch momentan. Sommer ist doch noch bei Addons bei mir. Heftig, wie viele so in Liegen sind und auch 24 Stunden Rennen fahren. Ist wild. Das normalste auf der Welt. Gut, das ist halt das Beste, wenn du irgendwie competitive oder so fahren willst. Denke ich mir. Aber du musst ja erstmal ein gewisses Grundskill bringen, oder? Erstmal sowieso. Bei uns zum Beispiel sind auch welche dabei, die fahren noch nicht arg lange. Wenn sie bestimmt Talent haben. Nein. Also. Wie jetzt? No front. Ja, no front, aber sie sind halt. Die Rennen im Qualifying. 8 Sekunden langsamer wie die Pole Lap zum Beispiel. Ja gut, das ist bei mir normal. 8 bis 10 Sekunden langsamer zur Spitze. Je nachdem. Ja. Wenn du neu anfängst, ist halt so eine ganz andere Welt. Nee, jeder hat ja mal so angefangen. Auch solche ist halt einfach, okay. Ist halt einfach eine Übungssache. Six,
Also ich fand den Porsche schon okay. Bisschen Automobilist da 2 gefahren. Du bist davon Realismus, weiß nicht, ob man die Porsche gesagt hat, dass er sich zwischen 4, 5 vielleicht. Also der Corsa ist vielleicht 7, 8 und iRacing und ACC sind halt 9, 10, was Realismus angeht. Ich glaube R-Faktor 2 ist ja auch so. Ne? 9, 10. Schätze ich mal. R-Faktor 2 kannst du sogar beim Runterschalten dein Auto kaputt machen. Wenn du zu aggressiv runterschaltest, machst du das Gewinde kaputt. Vernünftig, oder? Eigentlich? Habe ich mal dieses Virtual Le Mans angeguckt. Da sind nur Pro-Fahrer mitgefahren, also Max Verstappen und die Zwischenzeit mitgefahren. Das sind, glaube ich, 4 oder 5 LMP2 ausgeschieden, weil sie sich die Gearbox gekillt haben. Echt? Mhm, weil sie einmal zu schnell runtergeschalten haben. Weil gerade die müssen es doch kennen und wissen, oder? Ja, es waren auch meistens reale Rennfahrer, aber... Einfach in der Hektik, oder? Wenn du im Kampf bist und du hast... Du schaltest selber eigentlich relativ schnell runter, um Motorbremse mit zu benutzen. Ja. Passiert, ne? Passiert, zum Besten deswegen. Also wirklich ist eigentlich okay, ne? Nur menschlich, sind kein Roboter. R-Faktor, da fahre ich immer nicht, weil R-Faktor basiert auf RF Pro. RF Pro ist eine Engine oder was? RF Pro ist die Software, die die echten Teams für den Simulator nutzt. Okay, jetzt habe ich jetzt Ende gelesen. So, ist das in der. Achso, in der Garage. Von Red Bull und von Ferrari kann ich fahren damit oder was? Wo der Simulator ist. Ich guck dir mal ein paar Runden zu. Und bin besten. Fahr mal los da, was ist mit dir? An der Box, an der vorne Dacke. Ich hab noch ein bisschen Setup gemacht. Jetzt ab, nur abgehoben hier. Setup gemacht hier. Yes. Ja, damit, aber nicht auch so schnell bin wie du bist. Schauen wir mal hier. Tschüss. Ein bisschen pausieren. Warum? Ich bin echt jetzt tagelang immer wieder bis zu 10 Stunden gefahren am Tag. Mit vielleicht einer halben Stunde Trinken, Essenspause, wenn überhaupt. Ich habe einfach voll übertrieben und mein Körper ist 10 Stunden sind bedankt sich. Schon sportlich. Einfach go. Mit Simon ist eine neue Tablette rein. Next. Problem ist halt nur, je mehr Medizin ich nehme, desto langsamer bin ich. Weil die bremsen mich so ein bisschen. Die machen die Augen müde, machen die Reaktion schlecht. Aber egal. Wenn du Auto fährst, hast du Adrenalin. Das wirkt dann dagegen. Deswegen ist das schwierig, mit GT3 Adrenalin zu kriegen. Formel 1 geht das eher. Krass, wieso basieren denn nicht alle Rennen dann auf? Also alle Rennspiele auf RF Pro. Ist das Ding teuer zu bekommen oder was, Kelly? Kann man nicht mal eben kaufen. Achso. Braucht man da Beziehungen, Lizenzen und Kontakte oder was? Kann man nicht einfach sagen, hey, zahlt hier eine Mille, hat die Engine. Also die Software. Achso, okay. Also nur Vetternwirtschaft im Motorsport. Hat nicht jeder die Chance, ja, daran zu kommen. Schweinerei! Geld regiert die Welt, wa? Das sind halt dieselben wie von dem Game R-Faktor 2. Okay.
Da macht Sinn, dass sie Exklusivität haben dann. Aber war doch jetzt gar nicht so kompliziert, gell, die Sachen zu laden und packen, kopieren, fertig. Nö, ja, dann, wenn ja, dann geht's. Ich tue alles, was ich am Server verändere, tue ich auch die Files, die das mal hinzufügen und verändern. Damit jeder, der mitfahren will, kurz zack, zack, zack macht, hat sie. Ja, klar, macht ja auch. Macht Sinn. Weil, als ob jemand Lust hätte, sie da überall rauszusuchen. Geht schon noch schneller, was ist denn das? Das ist voll langsam aus bei dir. Gib mal Gas da. Warum ist deine Batterie leer? Lad die doch mal. Kann ich ja nicht. Ich hab's nicht belegt. Dann beleg den Scheiß doch, was ist mit dir? Also, erzähl mir was von Fragen, Profis und 24 Stunden kann einmal Batterie laden. Ich geb dir meinen Netzstecker vom Handy. Erzähl mir was hier von Liga und hier und kann ich schaffen, immer Batterie zu laden. Ist doch so, oder? Also, warten jetzt. Ja, so ohne Batterie kann ich die Karre auch fahren. Und das ja, wie viel Power fehlt dir denn? Noch habe ich dann noch. Ja, null, bei mir steht null. Achso, das ist das beim Zuschauen nicht, oder was? Das ist vielleicht falsch. Ich habe noch, also bei mir ist noch Hälfte. Ich sehe ja nur beim Zuschauen, sieht man das nicht, okay. Stimmt, da ist gar nichts. Da fährst du fast gerade aus bei der Schikane da. Ja. Mit DGD voll. Die letzte. Ja, aber kurz lupfen, oder? Weil voll ist auch mit Vollgas. Du bist im siebten nur. Ja, fahr da ja voll durch. Ich lupf da nicht in der letzten Kurve. Okay. Man sieht halt leider auch nicht die Gasbremse-Dinger während des Zuschauens hier. Das ist der Fahrer, das ist nicht das Auto hier, Grobbles. Ich habe das gleiche Auto gehabt. Das sind die Paid Young Driver, weißt du? Das war zu schnell. Stimmt, gehört dem seinem Dad ein Team oder so. Deswegen darfst du fahren. Nee, das wäre schön. Halber Russell hier. Will ich hier nicht vor dem Computer sitzen. Schon fast eine Bestrafung, ne? Wenn du dann in echt fahren könntest. Gut, würde ich schon. Aber siehst du, Grumbles, ist er ja auch gerade hier. Der hat mich nicht viel teuer, krass. Mal gucken, ob das Auto noch funktioniert. Hast du Crew Chief auch an? Ich hab's auf dem Computer, ja, aber nicht an. Meistens so, wenn ich nur trainiere, habe ich meistens Bluetooth aus. Und erzählt er uns Geschichten, ne? Ja, gut, er erzählt halt teilweise Sachen, die unnötig sind. Irgendwann fahren wir mal eine Runde. Grombi. Irgendwann brauchst du in eine Race-Ecke und bist mit Gexler am Start. Ich habe schon ein paar Leute bewegt zum Rennfahren. Und die bösen Influencer. Ich nenne sie mittlerweile Manipulateure, weil das, was sie alles den Leuten anderen ist, echt krass. Bei mir sieht man einfach die Leidenschaft. Ne? Ist kein Talent, kein Können, nichts, aber die Leidenschaft ist halt da.
geil finde, ein Kollege hier, so ein Viewer halt, wie auch immer, der Jens, der fährt seit 2-3 Tagen, hat noch nie, ist noch nie ein Auto gefahren. Nicht in echt, nicht im Spiel, noch nie. Außer mit Controller halt vielleicht im Spiel, aber das ist halt echt geil, diesen Progress auch mitzuerleben. Fährt jetzt, also ich fahre jetzt nicht besser als er, muss ich sagen. Das sagt es bei mich aus. Ja, noch ein bisschen, aber das kommt ja mit über. Ja. Kaputt. You blow your engine. Sagt der Crewchief dann immer. Genau, Auto kaputt, Kopf kaputt. Aber iRacing, Katie, muss ja auch eine starke Physik haben oder Engine haben, oder? So was das angeht. Physik zumindest. Ich habe schon viele Leute gehört, die sich darüber beschweren. Ich würde ja auch ein bisschen getreu ist. Ich würde ja auch so ein bisschen iRacing fahren. Erstmal musst du dafür jeden Schemaren zahlen. Und wenn wir so fahren wollen wie hier jetzt, musst du pro Stunde Geld zahlen, um Server zu mieten. Ja. Du kaufst die Strecke, du kaufst die Autos, du kaufst monatlich hast du Gebühren. Und dann musst du noch für jede Session, was du fahren möchtest, Custom, musst du noch zahlen auch noch. Geld zahlen. Das finde ich halt abartig. Abartig wild. Und Formel 4 ist halt die einzige Klasse gewesen, die ich halt fahren konnte. Außerhalb von MX5, aber das ist ja hier. Hab ich schon vor 11 Jahren gemacht, bin schon genervt. Ich lasse wie es ist, weil ich davon keine Ahnung habe und die Jungs und Mädels, die hier joinen, die Profis, die stellen das einfach um. Ja. Natürlich nur meiner Meinung. Gibt es viele Fanboys, die alles auch überwerten? Die Antisim hat auch alles in so seine Probleme. Ja, es ist halt klar, ist ja recht. Die Fanboys halt. Ich habe schon mit Leuten geredet, wenn ich irgendwas gegen iRacing sage, fühlen sie sich persönlich angegriffen, was ich ja nicht verstehe. Warum man sich persönlich angegriffen fühlen kann, wenn man über ein Spiel redet. Und jedes Spiel hat seine Schwachpunkte. Ja. Es reicht hier, wenn die Stärken stark genug ist, dass man das zocken kann. Dass man iRacing nicht spielt, sondern simuliert. Okay. Vanessa Dokhauser hat auch nur die einzige Stärke tatsächlich, dass es modbar ist, weil sonst würde das auch heutzutage, glaube ich, keiner mehr spielen. Ja, das ist heftig. Deswegen, aber ich habe schon, irgendwann werde ich ja schon bei ACC enden vielleicht, weil da das doch viele spielen. Und ich doch mich auch an die Fahrzeuge auch gewöhnen möchte, weil ich will einfach zu meinem Skill alles addieren. Sei es GT 1, 2, 3, sei es NMP 1, 2, 3, sei es Formel 1, 1 bis 4 oder GT halt, ne? GT 3, 4 und sowas. Und ja, aber das sehe ich halt so als Einschränkung, Begrenzung an das Spiel. Du hast da quasi nur die gleiche Klasse, das war's. War es in ACC? Ja. Na gut, es gibt ja ACC, das GT3, GT4. Genau, das ist ein Porsche Cup. Und was war's noch? Super Trofeo, Ferrari Cup, irgendwas und noch M2. Irgendwas wird gefahren am meisten? GT3, oder?